einmal noch zum Verständnis, Sie waren ja auch nicht nur Amtsarzt und Sie haben ja dann in der Politik gearbeitet und Sie waren auch unter anderem zuständig dann für die Pandemie H1N1 2009, ja. 2010, ne? Ja, nicht können Sie das. Dazu vielleicht, können Sie da, also auch im Europaparlament und auch im Bundestag, ja, nee, waren nicht Sie ja da. Parlament. Nee, Europaparlament ist was anderes. Also Europarat, das, stimmt. Das ist der Europarat, genau. Mhm. Und im Europarat gibt es die nationale Delegationen. Da sind also viel mehr Staaten als im Europaparlament, in der EU. Da gibt es ja nicht so viele Staaten, sondern wir haben 20 Staaten mehr im Europarat. Und da ist also Russland dabei, ist die Türkei dabei, da sind also auch Aserbaidschan, da sind ganz viele Staaten, die mit der EU noch gar nichts am Hut, die Balkanstaaten sind alle da drin. Und sind immer nationale Delegationen. Und ich war damals in dieser nationalen Delegation, war ich stellvertretender Sprecher und war Gesundheitsausschussvorsitzender dort im Europarat, in der Parlamentarischen Versammlung. Und da habe ich dann gemerkt, was da läuft mit der Schweinegrippe, als die uns eine unheimliche Angst gemacht haben, das ist ungefähr 10 Jahre her, oder 11 Jahre, da dachten sie auch alle, oh, wir werden alle sterben, Millionen Menschen werden sterben, das ist sowas ganz Gefährliches. Da liefen sie in Mexiko, nicht in China, sondern in Mexiko, alle mit diesen Binden rum und da war genau mit diesen Spritzen, die dann alles desinfizieren. Wir haben genau das gleiche Theater aufgeführt, wie in Wuhan diesmal. Und dann hatten alle Angst und Deutschland hat dann für 50 Millionen Menschen in Deutschland Impfstoff gekauft bei Novartis und bei Glaxo. Und da hatten sie Verträge vorher gemacht, mit den beiden großen Firmen, und sagt, wenn da mal eine Pandemie kommt, dann müsst ihr ganz schnell für uns den Impfstoff herstellen. Das nannte man Pandemic Preparedness. Wir sind vorbereitet auf eine Pandemie. Und die Firmen haben dann erstmal schon einige Millionen gekriegt. Die haben wir die 10 Millionen jeder gekriegt, von Frau Merkel damals auch schon, einmal Novartis, einmal Glaxo. Dann haben sie so eine Impfstofffabrik gebaut und dann waren sie prepared. Und dann kam keine Pandemie. Da war nichts. Jede Grippe lief wie jedes Jahr immer. Das heißt, die beiden Pharmaunternehmen haben enorm davon profitiert, ja, aber im Endeffekt hat das nichts gemacht. Die haben investiert, die hatten die Verträge mit den Staaten, wenn eine Pandemie kommt, dann produzieren wir, aber dann müsst ihr uns den Impfstoff auch abnehmen. Und da haben sie verabredet in den geheimen Verträgen, dass die WHO entscheidet, ob da eine Pandemie ist oder nicht. Und wenn die WHO die Stufe 6 ausruft, dann ist es eine Pandemie. Und dann kommt der Vertrag in Kraft und dann muss Deutschland... Was müssen denn da für Faktoren gegeben sein? Wissen Sie das? Also können Sie das einmal erläutern, was für Faktoren gegeben sein müssen, damit die Stufe 6 Pandemie ausgerufen wird? Als ich Amtsarzt war, da hatten wir Pandemiepläne auch. Und da war das immer so, dass eine Pandemie etwas war, was... alles überfordert. Da werden so viele Menschen sterben, sind unheimlich schwer krank. Und das ist richtig so, als wenn die Pest ausbricht. Richtig so, dass es allen schlecht geht und die Krankenhäuser überlaufen und so. Das war eine Katastrophe. Eine Pandemie war eine Katastrophe. Das kann jeder auf der Straße merken, dass da eine ist. Und das, als das bei der Schweinegrippe dann losging, da haben sie uns ja auch eingeredet, das wird eine Katastrophe, war aber keine. Und da haben die bei der WHO einfach die Definition geändert. Da haben sie gesagt, wenn es ein neues Virus gibt, was es vorher noch nicht gab, und wenn das sich ganz schnell weltweit ausbreitet, das ist eine Pandemie. Und das ist ja nur, das war der größte Witz überhaupt. Ich dachte, ich fass mich nicht. Also das passiert ja jedes Jahr. Das heißt, es wurde, also die Anforderungen wurden quasi runtergeschraubt. Ja, die wurden ganz stark runtergestuft. Und dadurch kann jederzeit eine Pandemie ausgerufen werden. Nächstes Jahr auch wieder. Denn jedes Jahr gibt es ja neue Erreger. Was war genau Ihre Aufgabe damals in der Zeit H1N1? Ich habe damals einen Antrag gestellt beim Europarat, dass es einen Untersuchungsausschuss eingerichtet werden soll, der untersuchen sollte, ob da Korruption bei der WHO mit im Spiel war und wer solche Entscheidungen fällt und wer dahinter steckt, wie das zu solch einer dummen und teuren Entscheidung kommen kann, weshalb die Menschen solche Angst bekommen haben. Und dieser Untersuchungsausschuss, der wurde eingesetzt, der hat gearbeitet. Der Untersuchungsausschuss hat gearbeitet und ich habe den beantragt und ich war auch einer, der den organisiert hat und dann war das 2009. Und da war das gerade so, dass da war Bundestagswahl und da wurde ich nicht mehr gewählt. Ich hatte immer einen ganz schlechten Listenplatz, also musste immer direkt gewählt werden. Und die SPD war damals, ich war ja für die SPD im Bundestag, die ist damals so runtergesaust, den Keller, dass ich nicht mehr direkt gewählt wurde. Ich flog also aus dem Bundestag raus.
Die Partei hat nicht dafür gesorgt, dass ich da weiterarbeiten konnte. Gibt es denn Aber heute auch Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das interessiert mich jetzt gerade. Gibt es denn heute auch so einen Untersuchungsausschuss? noch nicht. Das wäre schön, wenn es da wieder einen gäbe. Ja, der ist dringend erforderlich. Damals war es so, da hatte ich mich mit einem englischen Abgeordneten verabredet, der das dann weitergemacht hat. Und ich war dabei als Experte. Ich habe ihm die ganze Zeit geholfen, habe das Fachliche gemacht und er hat es politisch dann vertreten, sodass dieser Ausschuss dann tatsächlich weitergelaufen ist und dazu geführt hat, dass festgestellt wurde, die WHO hat ja ganz viele Pharmaindustrievertreter da und die haben dafür gesorgt, dass diese Entscheidung damals so gefällt wurde. Also WHO war damals schon korrupt und abhängig von der Pharmaindustrie und von Sponsoren wie Bill Gates, Melinda Gates Stiftung und so weiter. Das ist eine ganz traurige Sache. Die habe ich seitdem auch immer wieder, habe ich das davor gewarnt. Wenn wir nicht eine Weltgesundheitsbehörde haben, die von den Staaten, von Steuergeldern finanziert wird, sondern die abhängig ist von der Von Pharmaindustrie in der privaten. Finanzierung, dann sind die doch korrupt. Dann müssen sie doch das tun, was der Geldgeber sagt. Also das wird uns teuer zu stehen kommen, wenn wir die WHO nicht staatlich finanzieren.